So, liebe Leute, weiter geht's mit FIFA. Und nächster Spieltag gegen Heidenheim steht an. Oh, Hertha hat sich extrem versteckt. 68,7 Millionen für Amazon bezahlt. Ja gut, wer auch immer das ist. Für mich gab es halt damals nur einen Amazon und das war der bei ja, aus Roma, glaube ich, unter anderem noch Leverkusen. Ja, Pech für Düsseldorf, das ist nicht mein Problem. Ich habe auch nicht vor, ihn abzugeben. So, wie gesagt, Heidenheim ist der nächste Gegner. Jetzt am zweiten Spieltag tatsächlich wieder viele Möglichkeiten, noch Transfers zu machen. Ich kurz mal die Situation stoppen. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch schnell noch ein, zwei Neuzugänge präsentiert bekomme. Ich weiß nicht, wie die Kohle momentan aussieht. Kaufvorschlag. Wir haben momentan mit dem Geld dastehen, aber eigentlich müssten wir relativ gut 16 Millionen, okay, Transfersumme anbieten. Dann kann ich jetzt mal gucken, ob ich ein bisschen mehr Kohle bieten kann. 15. Angebot absenden. Möchte ich den haben? Gegenangebot. Transfersumme vorschlagen. Also sowas kriege ich nicht hin. 17 Millionen ist so ziemlich mein Maximum für den Spieler. Das ist doch nicht zum Konten. 18 maximal. Ansonsten muss ich mir noch eine Alternative Angebot abziehen. Ah, komm. Neue Transfersumme. Ich bleib bei 18. Da gehe ich auf 18,5. Aber mehr kann ich euch wirklich nie bieten, weil ich auch die Kohle dafür nicht habe. Weil ich muss irgendwo eine Alternative haben. Angebot absenden. Man muss halt nur ein bisschen nur ein bisschen hartnäckig bleiben. So rum ist es richtig. So, wichtig. Ich mich doch im Arsch. So. Er bietet jetzt 18, so viel Geld. Oh Gott. Freigabesumme übergehen. Gegenangebot. Gehalt und Einstiegsbonus ändern. Ich nehme den Einstiegsbonus mal raus. Dafür kann ich ein bisschen mehr im Gehalt machen. Wenn ich den rausnehme, dann kann ich ein bisschen was am Gehalt machen. Das wird der eh nicht machen. Der wird keine 7,5. Ja, tschüss. Geh mich auf den Sack. Dann nehme ich den runter von der Liste. Wenn ich den nicht kriege, dann ist es halt schade. Aber gut, das ist halt nicht änderbar. Dann versuchen wir noch zu kriegen. Rechts, links. Die Frage ist, was bräuchten wir noch von der Alternativposition, ne? Ich muss mal gucken, was der Kader so hergibt. So. Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere noch geht. Den lässt, den brauche ich jetzt nicht unbedingt auf der Innenverteidigerposition. Ich habe eigentlich genug. Rechtsverteidiger. Linksverteidiger. Ich habe eh genug Alternativen. Und das Karl sich setzt auf die Leihliste. Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere wirklich den Club noch verlässt, ne? Darum geht es mir letztendlich dann noch irgendwo. Wenn ich ehrlich bin, dann verlängere ich lieber mit Kutucu. Und letztendlich auf die Leihliste, dass ich dann nicht den nicht ablösefrei verliere. Ich will ihn dann in der Bundesliga dann wieder hochführen. Na gut, gehen wir jetzt mal rein ins Spiel gegen den FC Heidenheim. Ich denke, die Mannschaft steht soweit. Passt soweit.
So. Gut, dann geht's weiter. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Wir Mal schauen. zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Mal schauen, wie weit das aussieht. Also, willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der 2. Bundesliga. 1. FC Heidenheim gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Endergebnis hat. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. 3 Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dran anknüpfen. Die Nummer 19, Jonas Körnbach. Die Nummer 27, Konstantin. Und mit der Nummer 13, Robert Leipert. So, da sind die Heimer, die durchlaufen und wir gehen gleich in die Partie. Erstes Spiel 5-0 gegen die 60er gewonnen. Jetzt hoffe ich, dass wir ähnlich heute spielen und erfolgreich sind wie im letzten Spiel. Mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das an. Ach, der Zweier, der ist ausgeliehen von uns. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, ich denke, so passt die Mannschaft. So, auf geht's. Und jetzt geht's los. Wie läuft? Ja, gut, antizipiert von Lizard Kolasinac. Wird's jetzt gefährlich? Ah, das war okay. Gehen wir noch. Da kommt der zweite Pass auch noch. Oh, die erste Chance, Schalke. Für Terror durch Terror, der 5. Minute. Und falls es der doch, so müsste der Rode gewesen sein, eigentlich. Na, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Ja, schade, aber es hat. Die Idee war gar nicht mal so schlecht. So, der Ball kommt jetzt, aber. Der könnte zu einer Anzug gekommen sein. Da kommt die Hereingabe. Ja, das sah gefährlich. So, jetzt kommt nochmal der das Konter der Heidenheimer. Oliver Hüsing. Und sie kommen über den Flügel. Abseits war es nicht. Der ist jetzt Kühlwetter, der jetzt mal außen über die Seite. Schöne Flanke jetzt. Oh, und gute Aktion vom Ecke auf der anderen Seite, weil Renno da ist ja genau passt. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. So, der kommt, der Ball kommt zurück. Ah, da muss mehr kommen. Nächste Ecke. Verteidiger. Wird Ecke geben. Scheiße. Die Ecke kommt. Ui, den darfst du da nicht alleine stehen. Da habe ich ein bisschen. Der hat ein bisschen gepennt. Ja, es ist natürlich keine Selbstläufer, dass sich hier jeden Gegner mit 7, 8, 9, 0 aus dem Stadion schießt. Ne? Das ist halt in der zweiten Liga teilweise passiert. Fern haben wir ja, glaube ich, von 9-0 gewonnen. Schalke macht Druck. Ja, Schalke macht Druck und da ist nicht Mr. Zweite Liga. Ne, leider nicht ganz. Der kriegt das Ding nicht kontrolliert aufs Tor mit dem Kopf. Das könnte was werden. Kolasinac! Schuss geblockt. Hereingabe. Jetzt kommt er nochmal. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Abschluss, kein Abseits natürlich nicht, wie auch immer. Das ist doch harmlos. Wir kennen ihn. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Jetzt hat er einen gerochen, den Kobylanski macht er sein erstes Tor in Liga 2, jawohl. Der Top-Torjäger aus der Bundesliga, aus der dritten Liga
mit seinen damals 34 Toren macht jetzt schon in der Liga, eine Liga höher, sein erstes im zweiten Spiel. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Ja gut, Herr Rotte hat es gesehen, er kann ihn da auch schön querlegen. Versenkt das Ding eiskalt. Hier nochmal dieser Treffer. Und da macht das dann. Erstes, wie gesagt, Zweitligator. Die Schalker da mit vorne. Der ja ein Angebot aus Spanien vorliegen gehabt hat. Wo ich gedacht habe, das ist ein Witz. 1,3 Millionen haben sie mir geboten. Plus ein Leihspiel, plus einen weiteren Spieler von ihnen, den ich null kenne. Ich habe auch nicht mal angeguckt, dachte mir, das sind so ein paar Spieler, die ich definitiv nicht abgeben werde. Genauso wie ihn hier. Golasinac. Da hinten ein absoluter Stammspieler ist. Arnold hat abgesagt, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich weiß nicht, ob sich der. Aber ich soll mal versuchen. Aber ich brauche ein bisschen. Oh, der war nicht schlecht. Und die nächste Chance war die eine. Das Ding musste natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Ah, den kriege ich da nicht vorbei. Sieht vielversprechend aus. Ah, das. Kerschbaumer, genau. War noch nichts. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl. Ja, Bella Kotschaf, der macht den Fehler da hinten. Ne, Amadei war es. Es gibt hier Geld gegen den FC Schalke. Zu viel Einsatz. Und naja. Das ist natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Das war ein Rechtsverteidiger. Das ist natürlich alles andere als gut. Ja, sie können erstmal klären. Dieser Eckball, dieser Flankenball als Freistoß. Ja, ich komm schon, das war doch nichts. McKenny, der Nächste, der jetzt Gelb wahrscheinlich sehen wird. Da wird der Schiedsrichter wahrscheinlich auch Gelb sehen. Ich glaube nicht, dass er Rot gibt, aber der gar nichts, okay. Ich sage dir das nächste Mal, bist du dann fällig. Das hat der Verteidiger klasse gemacht, so kommt der Schuss nicht durch. So, jetzt der Konter nach der nach dem Freistoß. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Neuer Spielstand damit 1:0. 36 Minuten sind gespielt. Kein Tor. Jo, kurze Meldung rausbekommen. Kriegst du zwischendurch immer mal mit. Wenn auf den anderen Plätzen irgendwas passiert, kriegen wir die Meldung da von Esther Sedlacek, die Sky-Moderatorin. Weston McKenny. Die da jetzt gerade das Tor für Union Berlin durchgegeben hat. Gibt hier Vorteil für Schalke. Die Chance jetzt. Der wäre gut. Ah. Der Spieler blockt den Ball ab. Kriegt da nicht durch, Ecke. Ecke kommt rein. Und die nächste Chance. Mustafi. Den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Konstantin Kerschbaumer. Momentan aber auch keine guten Situationen. Und jetzt kommen die Einheimer und die werden jetzt nicht treffen. Kolasinac, der da mit der Grätsche drückt. Das ist, sagen wir mal so, das sind so viele Chancen, die meiner Meinung nach jetzt irgendwie zugelassen werden. Bella Kotschop. Kolasinac. Und dann ist Pause. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe. Klar, es ist jetzt ein definitiven. Genau, das ist das Halbzeitergebnis, was wir mitbekommen haben. Union gegen Würzburg. 1:0, der Absteiger. Schalke 04 liegt hier vorn, die Führung. Führt also. Also gut, gehen wir rein in die Halbzeit Nummer 2. Bei uns jetzt läuft und dann fängt das mit einem Fehlpass auch noch mal an. Ball geht ins Aus. Leipertz. So, Vorteil. Ei, was war das denn? Da war doch gar nichts. Der Schiedsrichter gibt es jetzt schon wieder. Einwurf. Gibt Vorteil, aber der Vorteil bringt er nicht. Das ist wieder so ein blöder Fehler da hinten. Jetzt haben wir. Ja, wir haben der Gegner momentan ein bisschen sehr stark. Klasse Pass. Ja, ich muss, glaube ich, gleich wechseln. Geht er rein? Das ist noch gefährlich. Und plötzlich kommen die Heidenheimer. Die spüren natürlich jetzt, dass etwas
Wie gehen könnte. Nächste große Chance. Romelu Lukaku ist zum FC Chelsea gewechselt und verlässt Inter Mailand. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Kolasinac hat jetzt mal auf der anderen Seite. Lange Flanke. Da können Sie klären. Es gibt die Ecke. So, und jetzt will ich wechseln, weil das ist mir jetzt erstmal alles ein bisschen sehr heiß da hinten. Ich nehme jetzt erstmal Amatei raus und bringe ihn hier rein. Ah, denke ich mal so. Passt das? Ah, Robin Hack mal reinwerfen da vorne. Und zwar ein bisschen. Ich muss leider schon fast nach einer Stunde dreimal wechseln. So, einfach mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Das bringt so nichts sonst. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Um einfach mal mein Geld vom belasteten Spieler raus, ein bisschen Ruhe hinten reinzubringen. Und vielleicht noch mal ein bisschen Power über die Außenbahn zu bringen. Und dann führt man mit 2:0. Weston McKennie, 60. Minute. Da haben wir das Tor nochmal. Weit wird die Ecke reingeschlagen. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Endlich, ey. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Auch für ihn jetzt das erste Saisontor. Genauso wie für Kobylanski. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So. Jetzt sind hier noch 30. War jetzt ein bisschen Ruhe reingebracht. Also es hätte auch durchaus anders stehen können. Aber es tut's nicht. Terodde. Wir führen 2-0. Konnte es bis jetzt durchhalten. Und jetzt gibt's den Freistoß für uns. Also, wenn er so hingeht, was soll und da gibt's Gelb. Mein Kai, ne? Okay, die gelbe der Sechser, der Heidenheimer. Hack. Hack. Und nicht sein erstes Tor. Was dürfte die nächste Ecke geben? Ich glaube nicht, dass da noch einer mal da. Okay. Für mich war das der Heidenheimer, den mal da noch einmal rausgekehrt hat. Aber scheinbar war es dann doch Kubilanski. Oh, schade. Egal. Und da verlieren sie den Ball. Nachdem ich ja gemerkt habe gegen die Bayern, dass ich auf Winterschießen plötzlich kann. Und jetzt weiß auch, wie die geschossen werden. Jetzt ist gefährlich. Oh, das könnte was werden. Krüger! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, mal einfach mal draufhalten aufs Langkurzeck. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht geht so ein Ding einfach mal durch. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Zuspiel. Und er ist jetzt plötzlich frei durch. Und verzieht das Ding. Also die Heidenheimer haben Chancen ohne Ende. Und treffen es bisher nicht. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. So, jetzt müssen sie nochmal. Terodde. Ja, McKennie, der schon das ein 2-0 erzielt hat und jetzt verzieht er das Ding. Ja, leider noch nicht die Entscheidung. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Schon wieder Union. Ja gut, ist auch das Verein Spiel. Für den ersten FC Union Berlin. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 76 Minuten sind gespielt. 2:1, okay. Für dieses Update. Vorne jetzt die Balleroberung. Ja, es steht da hinten auch noch nicht so souverän, wie ich das gefällt. Und da war irgendwann auch die Konsequenz, dass Heidenheim plötzlich das Tor macht. 82. Minute. Hier sehen wir noch mal, wie dieses Tor. Ja, da steht aber ganz einer alleine. Steilpass und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste.
Föhrenbach, ja, mit dem 1:2. Und dann ist es wieder der Rott, dem eigentlich so viel nicht zu sehen war. Und dann plötzlich mit seiner Chance. Setzt sich hier durch und haut das Ding dann knapp am Tor vorbei. Ja, und heute hat er bisher noch nicht getroffen. Bisher nämlich nur Kobylanski und McKennie, die getroffen haben, aber das könnte die Chance werden. Terodde braucht halt nicht so viele Situationen. Ach, leck mich doch. Da sagt der Schiedsrichter, Hack, du standst ein bisschen weiter vor, weit zu weit vorne. Und plötzlich Heidenheim. Ah, ich sag ja, solange wir hier nicht das dritte Tor machen, könnte das hier nochmal ein bisschen was enger werden. Ah, da wird den. Und dann steht da plötzlich der neue, der nächste Stürmer. Also Heidenheim hätte hier durchaus was mitnehmen müssen, wenn ich bei euch bin. Yes! Ein Arbeitssieg. Glücklicher Arbeitssieg. Sie holen so hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ja, und die haben natürlich mit den vergebenen Chancen. Da waren mehr drin, jetzt wie auch in der Situation jetzt gerade. Wirklich gut gespielt, Puschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. So. Ja, 62. Minute. Damit war das Ding eigentlich klar. Deswegen war dieser Eckball so wichtig. Ja, Terodde heute ohne Tor. Aber okay. Muss man einfach so mal akzeptieren. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir auf die Statistiken gucke, hätten die Heidenheimer durchaus was mitnehmen können. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. So. Muss sagen, ganz hätte auch anders ausgehen können. Und das ist genau das, was ich auch, was wir auch gesehen haben, empfunden habe. Ja, wir hatten aber auch unsere Chance. Wir haben auch nicht das dritte Tor gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ach Gott, Dortmund als nächsten Gegner und auch das Derby. Sind die Meister, die tatsächlich Meister geworden? Die haben bei den Bayern tatsächlich alle Titel weggenommen. Ist das Supercup-Finale jetzt auch noch als Gegner? Ach Gott, das ist ja noch ein bisschen Prestige mit drin. Gegen die Bayern hätte ich mir ja noch verschmerzen können, wenn ich das Ding verliere, aber jetzt gegen Dortmund noch zu gewinnen, ihr noch zu verlieren. Das tut natürlich weh. Wenn wir nachher den Supercup jetzt holen. So, gucken wir mal, ob wir noch Nachrichten reinkriegen. Ja, es ist ja noch keine weiteren Nachrichten, dass irgendwelche Spieler da noch jetzt gehen würden. Da ist noch Leihangebot von Boss zum anderen. Oh. Nottingham Forest möchte den unbedingt haben. Leihe zum Kauf. Vergiss es. Also ich bin kein Fan davon, irgendwelche Kaufoptionen rauszunehmen. Da reinzunehmen. Vor allem nicht für meine Spieler, weil nachher verliest du sie ganz und ich bin so ein Fan davon, die Spiele mal zu behalten. Gut, damit ist auch mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Finale des Supercups.